Es geht weiter, und zwar mit diesem geheimnisvollen Raum, den wir gestern entdeckt haben. Und ich gehe jetzt einfach mal rein. Und hinter mir ist erstmal keine Tür mehr. Und es sieht so aus, als ob hier irgendjemand ziemlich dem okkulten Wahn verfallen wäre. Frosch, Schlange und Vogel. Irgendwelche Pentagramme und Menschen, die ihre Haut sich selber abziehen, auch sehr angenehm. Was haben wir hier? Mercy, Severity, Victory. Okay, angeblich verschiedene Körperteile, die irgendwelchen Eigenschaften zugeschrieben werden. Also es geht hier jetzt schon sehr, sehr stark ins Okkulte. Und da vorne können wir einen Brief lesen. Ich will mich kurz vorher umgucken. Also hier hängen tote Vögel oben. Hier hat irgendjemand scheinbar Experimente durchgeführt. Und da ist ein Kopf. Warum ist hier ein Kopf? Da ist ein ziemlich fies aussehendes Fötusobjekt. Ja, lesen wir mal. Was ist denn auf der Rückseite? Eine Zeichnung. Das aussieht wie ein Haus, wahrscheinlich das, in dem wir gerade waren. Mit verschiedensten Gängen. Einst lebte ein Zauberer in einem alten Haus und bereitete Tränke zu, mit denen er in die Zukunft sehen konnte. Die Leute aus dem Dorf kamen zum Haus des Zauberers und verlangten von ihm, seine Tränke mit ihnen zu teilen. Wir möchten auch in die Zukunft sehen, sagten sie. Aber der Zauberer sagte nein. Die Leute aus dem Dorf wurden wütend und verbrannten das Haus des Zauberers. Doch der Zauberer wusste, dass das geschehen würde. Er hatte seinen Trankraum bereits mit einem Zauber belegt. Das Haus brannte, der Raum aber nicht. Die Leute aus dem Dorf warteten, doch der Zauberer kam nie heraus. Okay. Why are you standing there? You spying? No. No, huh? What the hell's wrong with you exactly? Nothing. You need to stop leaving your stupid stories around. They're freaking everyone out. Okay. Jetzt haben wir... Ja, das sieht nicht mehr aus wie der Raum von dem Zauberer, sondern mehr wie eine Schnapsbrennerei. Also wir haben einen weiteren Charakter kennengelernt, nämlich Chad. Wir kannten vorher Travis, Ethan, Ed, glaube ich, hieß der Großvater. Jetzt haben wir Chad noch dazu, oder Chad. Hier liegen Zeitungsartikel. Brand legt Alkoholschmuggel frei. Von Daniel Jovison. Bayfield County. Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ashland entdeckten eine offensichtliche Schwarzbrennerei, während sie in den Wäldern von Old Otgen einen Brand bekämpften. Den Beamten zufolge beinhaltete die Brennerei einen Propanofen und einen 4 Gallonen fassenden rostfreien Stahltopf, der zur Aufwahrung der Whisky-Maische verwendet wurde. Aufgrund der Größe der Brennerei glaubt Bayfield County Sheriff Hank Schaefel, es könne sich dabei um Teil eines Alkoholschmuggelvorhabens handeln, obwohl er zugab, dass es im County noch weitere Brennereien geben könnte. Polizisten vor Ort bargen eine halbe Gallone schwarzgebrannten Apfelschnaps und eine Gallone geschmacklosen Schnaps. Apfelwein und Zimtstangen wurden auch neben der Brennerei gefunden. Die Polizei konnte nicht feststellen, wem die Brennerei gehört. Okay, das wird wahrscheinlich der Sepp, also der Saft von seinem Opa sein. Jetzt haben wir hier einen Zeit... Also können wir die Zeit einordnen, wann das war? Ah, shit, ich wollte das eigentlich mal lesen. Moment. So, nein. NASA startet ATS-6-Satelliten. Ja, ich weiß natürlich leider nicht, wann der gestartet wurde, in welchem Jahr, aber das kann ich nachgucken bis zur nächsten Folge. Von der Associated Press, Cape Canaveral, Florida. NASA startet heute in Florida den weltweit ersten sogenannten Bildungssatelliten und verleiht den Vereinigten Staaten dadurch einen mächtigen Vorsprung in der Telekommunikationstechnik. Der Applications Technology Satellite 6 überträgt direkte Bildungsprogramme in mehrere Ländern wie die Vereinigten Staaten, Kanada, Indien und Australien. Die NASA glaubt, der Satellit würde mindestens die nächsten 5 Jahre im ständigen Kontakt mit der Erde bleiben. Ich würde vermuten, irgendwann in den 60ern, 70ern, während des Space Race. Ich werde es nachgucken. ATS-6, merke ich mir mal. Hier haben wir nochmal das von dem Magier. Die Zeichnung von Ethan dazu. Also ich vermute einfach mal, dass es wieder von Ethan sein wird. Das ist zumindest die gleiche Handschrift. Und haben jetzt eigentlich nur die Möglichkeit, dass wir hier die Tür aufmachen. Speichern ist gut.
Hallo? Jetzt bin ich wieder in dem ersten Haus, okay? Und das war hier hinter dem Schrank versteckt quasi. Ich hätte gern wieder Musik eigentlich, dann ist nicht so gruselig. Geht die Sonne eigentlich weiter unter? Nicht wirklich, oder? Ach, hier draußen mit Geräuschen ist schöner. Also ich war vorhin in dem Haus zum Teil drin. Und ich habe dieses Haus jetzt hier scheinbar gelöst, das Rätsel. Mit den sich drehenden Räumen. Die dann immer mal wieder wechseln. Ist hier noch irgendwas, was ich brauche? Ich glaube nicht. Also, ja, der Verdacht bestätigt sich, oder hatten wir ja schon, dass der Opa da auf jeden Fall ein kleines Alkoholproblem hatte mit seinem Sap im Wald, also mit seinem Saft oder was, wie auch immer das beschrieben wurde. Ich merke mir da immer nur die englischen Sachen. Ich weiß, ob wir jetzt in dem Haus auch noch irgendwas lösen können oder müssen. Oder ob hier noch irgendwas draußen vielleicht liegt. Und Ethan scheint wohl einfach die ganze Zeit Sachen zu schreiben und die, ja, den Bewohnern hier gegeben zu haben. Und die da sind da so ein bisschen bei durchgedreht. Scheinbar, wenn ich das richtig interpretiere. So, dieses Haus. Kann ich hier irgendwie noch rein? Ich glaube, der Eingang wäre dann auf der anderen Seite, also hier. Ja. Der Tag, an dem das Foto gemacht wurde. Onkel Chad war gemein, Papa war traurig, Mama war wütend, Travis war laut, Opa war ruhig. Okay. Also links haben wir Ethan, daneben haben wir seinen Opa. Travis war wahrscheinlich der, der danach kam. Travis war laut. Muss wahrscheinlich der in der Mitte sein, ne? Also es war der, dem die Beine abgefahren wurden. Mama war wütend. Sieht die wütend aus? Naja. Onkel Chad war gemein und Papa war traurig. Onkel Chad wird der ganz rechts sein wahrscheinlich. Und daneben ist dann der Vater. Was drauf? Nee. Okay, jetzt haben wir zumindest schon mal ein Familienfoto. Ich hätte auch reingekonnt, okay. You can feel it, right? Something, something coming from the Vandegrift house. I can feel it. Ethan disturbed the sleeper. He must be punished. Okay. Also Ethan hat scheinbar irgendwie den Schläfer gestört. Und Missy, ich weiß nicht, ob Missy seine Mutter ist oder. What did you do? What did you wake up? Nothing. I found a room, I walked into it, that's it. Die Frage ist, welches ist das Vandegrift-Haus? Das ist ja das, was abgebrannt ist. Aber das hier sieht nicht aus, als ob es abgebrannt wäre. Das ist eher so das Haus von Ethans Familie. Weil das halt auch größer ist. Also wenn die alle unter einem Dach gelebt haben. You need to talk to your son. He was poking around in the old Vandegrift house again. Said he found some secret room. Hm. Yeah, really? Okay, I will go talk to him. Okay, Dale scheint der Vater zu sein. Das Vandegrift-Haus wird dann das sein, wo wir gerade drin waren, weil diesen Secret Room, das ist ja der. Wobei, das ist eigentlich der nur, das war nur diese Schnapsbrennerei. Ich will es eigentlich nicht vorstellen, dass das damit gemeint ist. Pop, they're getting worse. They keep talking about this thing, this sleeper. I know. What I don't know is if it's real or not. Wir haben ja schon gehört, dass der alte Mann sich da am längsten widersetzt hat, wohlgegen. Und
Die haben über dieses Kultsymbol, glaube ich. Also das würde ich zumindest mal so deuten. Travis, leave the boy alone. I see how you've been looking at him. You don't even know, do you? You have no idea what's going on. Ich weiß das verwandtschaftliche Verhältnis von Travis und dem Rest der Familie noch nicht wirklich. You have to help us. It's the only way. It wants Ethan. You're crazy. You've all gone crazy. Und Dale, das wird der Vater sein, wehrt sich da so dagegen, scheinbar, dass sein Sohn irgendwie geopfert wird oder was soll man sie damit tun wollen mit ihm? Hier war ich schon, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob ich hier erst hätte reingehen sollen in dieses Haus oder ob ich erst in das andere tatsächlich hätte gehen sollen, aber ich glaube, das ist im Grunde auch egal hinterher. It's not my fault. I didn't mean for any of this to happen. Okay, ich habe scheinbar wieder einen wichtigen Storypunkt erreicht. Ethan's family blamed him. Whatever it was, he'd accidentally let loose. His family was convinced that hurting him would solve their problems, would soothe their disturbed minds. Whatever haunted the Carters was still here somewhere, in the wind. Okay. Also wirklich, den nächsten Story-Abschnitt haben wir, glaube ich, gerade geschafft. Das kennen wir schon. So, jetzt ist die Frage, wo machen wir weiter? Also, ich bin nicht davon überzeugt, dass das da vorne das Vandergriff House ist. Ich bin halt auch nicht sicher, weil das eigentlich nicht abgebrannt aussieht. Das wird das Haus der Familie Carter sein. Ich folge mal dem Weg hier runter, wo es hier hingeht. Das ist ein alter Tunnel. Ansonsten war ja auf der anderen Seite von dem Staudamm, ging es ja noch weiter. Ich weiß noch nicht, wie ich da runterkomme, aber das will ich irgendwie hinkriegen. Wir gucken erstmal hier. Scheint übrigens eine recht offene Spielwelt zu sein, also ich kann jederzeit hier zurück zum Anfang backtracken. Finde ich recht praktisch. Kurze Nachladepause. I've stepped through too many portals. Been present in too many worlds simultaneously. Bits and pieces of me stay on the other side, waiting. Whenever I return, I bring parts of those worlds back. Okay. Do you know what ghosts are? They're sad, evicted things. Memories without homes. Paul haut einfach mal seine Weisheiten raus. Ich glaube, ich gehe mal weiter in diese Richtung hier. Ich kann das ja frei erkunden, glaube ich. Aber hier geht es irgendwie auch nicht wirklich weiter, oder? Wir sind jetzt komplett auf der anderen Seite von dem See. Das finde ich unglaublich cool, dass das geht. Also hier geht es hoch in den Wald. Davon ist das nächste Transformator-Mäuschen. Wo gehe ich lang? Ja doch, ich gehe erstmal hier weiter. Glaube ich. Manchmal habe ich hier so leichte Frame-Einbrüche.
Da ist irgendein Schacht oder sowas. Da geht's in die Berge. Ich bin nicht sicher, ob ich hier rein möchte. Okay, kann ich auch nicht, zum Glück. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich keine Gebietskarte habe, muss ich sagen. Zumal ich immer relativ gut darin bin, mir Karten selber vorzustellen. Also es zu visualisieren. Da unten geht es nämlich wieder runter einfach. Wir gehen mal hier in die Berge und gucken mal, ob wir hier irgendwas noch finden von der Familie Carter. Ich bleibe auch erstmal auf den Pfaden im Moment. Da hinten ist doch was. Das sind Häuser oder ein Haus. What do the dead have to say? You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. They walk down stairs that disappear beneath their feet, headed for some bright blade of memory they'll never reach. Okay. Also Paul haut hier einfach mal seine Weisheiten raus, eine nach der anderen. Scheinbar Bäume umgeknickt. Ich muss mal daran denken, meine Steam-Benachrichtigungen auszuschalten, während ich aufnehme. Sieht aus wie so eine Kapelle oder sowas. Auf jeden Fall haben wir noch ein Haus entdeckt. Und daneben ist das ein Friedhof? Ja, das sieht aus wie so Gruften. Das dürfte hier die Kapelle sein. Mit einem starken nordischen Einfluss, würde ich sagen, mit diesen, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, diese Dinger, die da an den Giebeln sind. Das ist bestimmt ein Fachbegriff für, den ich nicht kenne. Der Friedhof. Verbrannte Streichhölzer, Ölkanne. Verschüttetes Öl, runder Fleck, Öllampe. Öllampe. Das Internet ist scheiße, das ist schade für ihn. Okay, irgendwo ist eine kaputte Öllampe. In einem Haus drin, neben einer Treppe. Sieht aus wie ein Keller. Denke ich mal. Mehr erfahren? Nicht wirklich. Ich denke, hier haben wir vielleicht unseren nächsten Fall, unsere nächste Untersuchung vor uns. Mörtel, Kelle, Ziegelhaufen. Arbeit fallen gelassen, unterbrochen. Schubkarre. Hier wollte jemand das Vandegrift-Grab zumörteln. Wissen wir, wer in den anderen Gräbern liegt? Steht nicht dran, okay. Insel, Eimer, Krähenkadaver, Blut als Farbe, Ritual, Krähen getötet, Messer aufgeschnitten, Dolch, Skalpell, Rasierer. Dunkelmatsch. Okay, unten in dem Grab drin. Ja, schönen Dank auch.
Also irgendwas, was hier mitgemacht wurde mit den Krähenkadavern, ist scheinbar unten in dem Grab drin. Das verschieben wir mal auf nächste Folge, die Erkundung dieses Grabes. Ich hoffe, ihr freut euch da genauso drauf wie ich mich. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.